Hey Leute und willkommen zum 10. Adventskalender-Video. Heute wollte ich mit euch eine Weihnachtskarte basteln, um genauer zu sein, eine Weihnachtskarte mit Namen. Und ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich schon mal an. Für die Karte braucht ihr natürlich ein Stück Pappe oder dickes Papier. Und ich habe mir einfach mal diesen Block hier genommen. Und aus diesem Block habe ich mich dann für die Farbe Schwarz entschieden. Und habe das Ganze dann auch schon mal in der Mitte gefaltet. Ihr könnt die Karte natürlich so groß machen, wie ihr möchtet, aber ich habe sie erst einmal etwas größer gelassen, da ich das dann später zurechtschneiden werde. Als nächstes überlegt ihr euch einmal den Namen oder das Muster, das ihr später auf eurer Karte haben wollt. Und bevor wir das Ganze einfach so ausschneiden, malen wir das vorher einmal grob auf. Und so sieht die Karte nun aus. Ich habe den Namen auch schon ausgeschnitten. Und wenn man jetzt hier unten ein Bild hinmalt oder einen Text schreibt, die Karte zuklappt, sieht man einen Teil immer noch, da wir jetzt in die Karte einen Namen oder je nachdem ein Muster reingeschnitten haben. Und ich würde sagen, ich fange jetzt auch schon direkt an, das Bild zu malen. Und so sieht die fast fertige Karte aus. Oben rechts in der Ecke haben wir als erstes einmal ein rotes Herz aus Glitzerstein. Darunter haben wir einmal einen kleinen süßen Schneemann. Und eigentlich wollte ich hier auch noch ein paar Schneeflocken hinmalen. Allerdings ist meine Glitzerweiß alle. Deswegen muss ich mir erst einmal eine neue kaufen. Aber das werde ich dann später ergänzen. Und so sieht die Karte einmal von innen aus. Hier steht einmal Merry Christmas und dann nochmal Cameroon. Und außerdem sind hier eine Menge goldene Sterne zu sehen. Und zum Schluss wollte ich euch auch noch mal eine zweite Variante zeigen. Und zwar habe ich hier noch einmal eine Weihnachtskarte mit dem Namen Timmy. Und die habe ich aus einer Pappe gebastelt, die von beiden Seiten ein Muster hatte. Also habe ich einfach nur den Namen ausgeschnitten und sie dann zusammengeklebt. Und der Hintergrund hat hier einmal eine weiße Farbe mit roten Punkten. Und der Name Timmy ist einmal mit einem roten Hintergrund und weißen Punkten. Und ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Und bis zum nächsten Mal.